Herzlich willkommen zu einem neuen Video von E-Learning Kraftfahrzeugtechnik mit Gerald Schneehage. Heute wollen wir uns mal mit Benzin-Direkteinspritzungsmotoren und deren Partikelemissionen auseinandersetzen. Und dafür haben wir hier einen Motor mit Benzin-Direkteinspritzung ohne Partikelfilter. Und dort messen wir jetzt ganz einfach mal mit einem Diesel-Partikel-Counter die Partikelemissionen des Motors. Und wir sehen hier also bei Leerlaufdrehzahl haben wir so um die 12.000, 13.000 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Und in dem Augenblick, wo wir dann die Motordrehzahl anheben, wird der zeitliche Abstand zwischen dem Eintritt des Kraftstoffes in den Brennraum und der Entzündung des Kraftstoffes kleiner, wodurch die Partikelemission steigt. Das heißt, wir können beim Benzin-Direkteinspritzungsmotor grundsätzlich erst zum Beginn des Ansaugtaktes den Kraftstoff in den Zylinder einspritzen. Früher geht es bei einem Benzin-Direkteinspritzungsmotor nicht, wodurch dann bei steigender Drehzahl der Kraftstoff immer weniger Zeit hat, um aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand überzugehen und dann natürlich auch vollständig zu verbrennen. Der Motor läuft jetzt hier bei 2400 Umdrehungen und wir haben jetzt hier also eine Partikelemission von knapp 46.000, 50.000 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Und wenn wir jetzt hier die Drehzahl noch weiter anheben, dann wird der zeitliche Abstand natürlich noch kleiner, wodurch die Partikelemission noch weiter ansteigt. Und jetzt lasse ich den Motor hier mal bei 4.000 Umdrehungen laufen. Und da sehen wir hier jetzt also eine Partikelemission von 3 Millionen Partikeln pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Und das ist natürlich schon immens, das ist enorm. Dieses Fahrzeug hat wie gesagt keinen OPF, keinen Otto-Partikelfilter und dadurch kommt es zu dieser entsprechend hohen Partikelemission. Das Ganze gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an einem Fahrzeug an mit OPF. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Fahrzeug mit Otto-Partikelfilter. Der hat jetzt hier einen Dreiwege-Katalysator und dann den Otto-Partikelfilter separat verbaut, also eine sogenannte Add-on-Bauweise. Und auch bei dem Fahrzeug wollen wir jetzt mal hier die Partikelemission messen und dafür stecken wir die Messsonde unseres Diesel-Partikel-Counters in das Endrohr des Motors hinein und schauen uns natürlich jetzt auch hier bei dem Fahrzeug wiederum die Partikelemission an. Ja, dazu messen wir natürlich jetzt hier ebenfalls die Partikelemission erstmal bei Leerlaufdrehzahl und jetzt sehen wir, aufgrund des Einsatzes des Autopartikelfilters ist die Partikelemission schon deutlich geringer. Das heißt, wir haben hier noch 400 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen, teilweise auch nur 100 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Also schon mal eine deutlich geringere Partikelemission bei Leerlaufdrehzahl des Motors. Natürlich ist es auch hier der Fall, in dem Augenblick, wo wir die Drehzahl anheben, wird natürlich auch hier der zeitliche Abstand wieder zwischen der Einspritzung, dem Eintritt des Kraftstoffes in den Brennraum bis zur Verbrennungsauslösung geringer, wodurch natürlich auch hier mit zunehmender Drehzahl die Partikelemission etwas ansteigt. Aber wir haben jetzt hier bei 3000 Umdrehungen eine Partikelemission von knapp 900 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Der springt auch mal zwischendurch hier mal auf 7000, 3100, aber dann wieder runter auf 900, 600, 700 Partikel pro Kubikzentimeter Abgasvolumen. Also diese Otto-Partikelfilter filtern natürlich einen enormen Anteil an Rußpartikeln aus dem Abgasstrom heraus. Die Rußpartikel werden dann in den Filterwandungen eingelagert des Partikelfilters bis zum Regenerationszeitpunkt und eine Regeneration tritt immer in dem Augenblick ein, wo der Motor in die Schubabschaltungsphase kommt. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Motor in die Schubabschaltungsphase kommt, wird kein Kraftstoff mehr eingespritzt. Dadurch gelangt Luft in den Bereich des Partikelfilters und haben wir dort am Partikelfilter Temperaturen oberhalb von 600 Grad Celsius, dann reagieren die dort eingelagerten Partikel mit dem Sauerstoff, verbrennen also und fallen dann als Asche durch die Filterwandung hindurch. Die Asche, die dann jeweils durch die Filterwandung hindurchfällt, wird zum Teil dann natürlich auch vom Partikelcounter registriert, wodurch dann entsprechend kurzzeitig, zwischenzeitlich mal die Partikelemission natürlich ansteigt. Allerdings längst nicht so hoch wie beispielsweise bei unserem Benzin-Direkteinspritzungsmotor ohne Partikelfilter. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ansonsten
Zur Entstehung von Rußpartikeln verlinke ich euch hier oben gleich in meinem Video. Das Video zum Otto OPF Partikelfilter. Und in diesem Video zeige ich euch letztendlich die Funktion des Otto Partikelfilters und wie es letztendlich überhaupt zur Entstehung von Rußpartikeln bei der Verbrennung kommt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei eLearning Kraftfahrzeugtechnik.